Bezalel, Oholiab und die anderen Kunsthandwerker, denen der Herr Weisheit und Verstand für den Bau des Heiligtums gegeben hat, sollen alles genau so machen, wie es der Herr befohlen hat. Mose rief Bezalel, Oholiab und alle anderen Kunsthandwerker zu sich, denen Gott Weisheit und Geschick gegeben hatte. Sie waren bereit, ans Werk zu gehen und nahmen von Mose entgegen, was das Volk für den Bau des Heiligtums herbeigebracht hatte. Morgen für morgen kamen die Israeliten mit weiteren freiwilligen Gaben. Da ließen die Kunsthandwerker, die das Heiligtum errichten sollten, ihre Arbeit liegen, gingen zu Mose und sagten: Die Leute bringen zu viel. Wir haben mehr als genug Material für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat. Mose ließ im ganzen Lager ausrufen: Ihr Männer und Frauen, ihr braucht nichts mehr für den Bau des Heiligtums herzubringen. Da brachten die Israeliten keine weiteren Gaben, denn es war bereits mehr als genug Material für die Arbeiten vorhanden, die getan werden mussten. Die Kunsthandwerker fertigten das heilige Zelt an. Unter der Leitung von Bezalel webten sie 10 Platten Zelttuch und verwendeten dazu violette, purpurrote und karmesinrote Wolle sowie feines Leinen. Auf die Zeltbahn stickten sie Bilder von Cheruben. Die Bahnen waren alle 14 Meter lang und 2 Meter breit. Jeweils 5 von ihnen wurden an den Längsseiten aneinander genäht, sodass 2 große Zeltdecken entstanden. Um diese beiden Decken verbinden zu können, ließ Bezalel an der Längsseite jeder Decke 50 Schlaufen aus violett gefärbter Wolle anbringen. Also 50 Schlaufen an der einen und ebenso viele an der anderen Zeltdecke. Die Decken wurden so aneinander gelegt, dass die Schlaufen einander gegenüberstanden. Dann schmiedete Bezalel 50 goldene Haken, die jeweils 2 gegenüberliegenden Schlaufen verbanden und so die beiden Decken zu einem großen Zelt zusammenfügten. Außerdem ließ er 11 Zeltbahnen aus Ziegenhaar weben, jeder davon 15 Meter lang und 2 Meter breit. Sie sollten als Dach über das erste Zelt gelegt werden. 5 dieser Bahnen wurden an den Längsseiten zu einem Stück verbunden, die übrigen 6 zu einem zweiten. Um die beiden Zeltstücke verbinden zu können, brachte Bezalel jeweils an einer Längsseite 50 Schlaufen aus violett gefärbter Wolle an. Er stellte 50 Bronzehaken her und fügte mit ihnen die beiden Zeltstücke zu einem zusammen. Als Schutz für die beiden Zeltdecken ließ er ein Dach aus rot gefärbten Fellen von Schafböcken nähen. Über dieses Felldach wurde noch eine Schutzdecke aus Tachas Leder gespannt. Als nächstes ließ Bezalel Platten aus Akazienholz zusägen, die als Wände für das Zelt dienen sollten. Jede Platte war 5 Meter lang und ein Dreiviertelmeter breit. Alle Platten hatten an der kurzen Seite 2 Zapfen, die parallel angeordnet waren. Für die südliche Längsseite des Zeltes wurden 20 Platten angefertigt. Dazu 40 silberne Sockel, auf denen die Platten stehen sollten. 2 Sockel gehörten unter jede Platte, für jeden Zapfen einer. Für die nördliche Längsseite des Zeltes ließ Bezalel ebenfalls 20 Platten fertigen und 40 silberne Sockel gießen, auf denen die Platten stehen sollten, je 2 Sockel unter jeder Platte. Für die schmale Rückseite im Westen wurden 6 Platten gefertigt und 2 weitere Wandteile für die Ecken an der Rückseite des Zeltes. Sie waren auf ganze Länge gewickelt und an ihrem oberen Ende durch einen Ring befestigt, um so die Eckkonstruktion der Wände zu bilden. Die Rückseite bestand also aus insgesamt 8 Platten mit 16 silbernen Sockeln, jeweils 2 Sockeln unter einer Platte. Nun fertigte Bezalel Querbalken aus Akazienholz an, jeweils 5 Stück für jede Längsseite und die westliche Querseite. Diese Balken sollten die aufrecht stehenden Platten zusammenhalten. Der mittlere Balken verlief auf halber Höhe an der ganzen Wand entlang. Alle Platten und Querbalken wurden vollständig mit Gold überzogen. Schließlich schmiedete Bezalel noch die goldenen Ringe, die in den Platten verankert werden sollten. Durch sie wurden später die Querbalken gesteckt. Bezalel ließ einen Vorhang weben aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinen Leinen, kunstvoll verziert mit Bildern von Cheruben. Dann wurden unter seiner Leitung für den Vorhang 4 Pfosten aus Akazienholz angefertigt, außerdem goldene Haken und silberne Sockel. Die Pfosten wurden mit Gold überzogen. Einen weiteren Vorhang ließ Bezalel für den Zelteingang herstellen, ebenfalls aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle, sowie aus feinen Leinen, bunt und kunstvoll gewebt. Der Vorhang wurde mit Haken an 5 Akazienholzpfosten befestigt, deren Kapitelle und Verbindungsstangen mit Gold überzogen waren. Sie standen jeweils auf einem bronzenen Sockel.